Das sind wir dabei, Pokémon Stadium. Nun werden wir den Pika Cup angehen. Mein Team gegen sein Team. Regeln sind ja klar, die normalen, die auch für den Pika Cup gelten. Und ja, dann Kampf! Jetzt muss ich nur Fighto! Und Super Saiyajin Onix. Yes! So, jetzt muss ich nur. Natürlich ist dieser Controller mal wieder zu blöd, um irgendetwas zu machen. Ja. Ich hasse diesen Controller. So, jetzt chillt er wieder sein Live. Und jetzt kann ich mal gucken, okay, ich bin das obere Team. Das ist perfekt, dann kriegst du diesen Controller. Danke. Ja, ja. Und jetzt guck ich mal, was ich so hab. Mhm. Ich auch. Übrigens, nicht wundern, falls hier unterschiedliche Attacken sind. Ich kann, wie gesagt, nicht alle verwenden, weil, ja, einige... diese Pokémon noch nicht lernen konnten. Von wem sind eigentlich die Pokémon? Diese Pokémon sind vom Yosha. Wobei. Ach, ich habe meine Entscheidung getroffen. Ach so. Du darfst diese Mini-Regel nicht vergessen. Nein. Wie bescheuert ist das denn? Ja, sonst könnte man ja alle auf Level 20 machen. Da wäre es ja sinnlos, zwischen Level 15 Level 20 zu geben. Du darfst. Da kann ich Rabentag gar nicht benutzen. Was ist das für ein Idiot? Oh, ich habe es tatsächlich so eingestellt, dass du ihn nicht benutzen darfst. Es tut mir leid. Danke sehr. Normalerweise ist nämlich Vanera nur auf Level 15. Ah. Ich sehe schon, dein Plan ist ziemlich niederträchtig. Ja, also, das war. Nicht so geplant, tut mir leid. Ja, ja, die wieder ein Handicap verschaffen. Oh, nein. Oh, was für ein Kampf. Ein Spaß gegen anderen Spaß. Das ist etwas, was so vielleicht nicht hätte sein müssen. Ich habe noch überlegt, den oder Simsal. Dann habe ich dazu entschieden, benutzen wir mal den da, einfach weil er ein Mongo ist. Ja, also was soll ich benutzen? Weil ich hasse dieses Viech, musst du wissen. Und joa. Okay. Gesang. Und er schläft. Und der Spaten soll noch einschlafen. Und er schläft. Wach auf, komm schon. Nein. Schau, so, und jetzt mache ich etwas total Schnuckeliges, was ich echt total lame finde. Aber einfach Komprimator, um diese, oder? Einfach um diese Taktik auch mal einzusetzen, obwohl ich sie abgrundtief hasse und lächerlich finde. Ja, schöne Träume für dich. Ja. Träumst von gerührten. Ich geb dir gleich. Ja, klar! Was, wie lame soll die Taktik denn noch werden? Also, ich finde sie noch nicht lame genug, muss ich sagen. Ach, willst du nochmal machen? Ein bisschen was geht schon noch, du? Ja, klar! Jetzt chill in live! Wie soll das Ding auch noch da treffen? Ja! Yes! Ja! Yes! Yes! Ja! Gute Frage! Wie soll das Ding da noch treffen? Das frage ich mich auch, du! Und ich hätte auch noch einfrieren, was eine Chance von 1 zu 10 ist! Steif gefroren! Wo ist man da? Ich hab mich selten so verarscht gefühlt, ey. Ich meine, da mache ich jetzt eine ultra-lame Taktik, die ich selbst hasse, ne? Und dann passiert sowas. Als hatte ich mal beim PC so ein Glück nach einem Doppelteam. Ich glaube nicht. Ah ja. Der Geruch des Sieges. Wie kannst du im Ausweichen, Junge? Du bist eingefroren. Sie ist ein und stirbt. Wir haben ein Zeitlimit. Ah ja. Wird das Eis jemals schmelzen? Nein, wird es nicht, weil es nicht geht. Greif, komm, greif mir mit dem Feuersturm an, bitte. Nee. Bitte, nee. Komm, verlieb, greif mir mit dem Feuersturm an, komm. Nur über meine Leiche. Ja, können wir einrichten. Hättest du mich mit Feuersturm angreifen können, das wäre viel stärker gewesen. Das kann ich jetzt auch machen. Weißt du, das freut sich dein Pixie so schön. Ja, eben. Weil das macht er jetzt echt. Obwohl, es hat doch 95% Trash-Chance, du bist dreimal doppelt.
Was hast du gesagt? Es hat dich wacker geschlagen. Nein, hat es nicht. Miss Egg ist einfach nur Spaß, gib's zu. Es ist einfach so, du kannst nichts, es nicht ändern. Ja, aber komm, dann mach ich so eine lame Taktik und dann geht's nicht. Okay, also das Onyx von Joshua. Von Joshua, mal gucken, was das auf dem Kasten hat. Ja, also... Ja. Ich hab jetzt entweder die Möglichkeit... Ja, also ich hab keine große Möglichkeit. Nee, eigentlich nicht. Komm! Ja, klar! Versuch einmal gleich eine K.O.-Taktik. Yes! Ja, klar! Lacker! Wenn wir schon bei lame Taktiken sind... Ja, jetzt willst du mich auch noch mit solchen lame Dingern abschießen. Wenn wir schon bei lame Taktiken sind, Doppelteam, Geofissur, K.O.-Attacken, die Sachen, die im Online gesperrt sind und ich vollkommen unterstütze, dass die online gesperrt sind. So, was haben wir denn hier? Ja. Ich werde aber langsamer sein. Und komm, geh daneben. Es war im Übrigen sehr dumm, diese Attacke einzusetzen, wenn ich das so anmerken darf, weil du nimmst Rückstoßschaden. Und es hat nur 80 Stärke. Naja. Und ich mache einen Erdbeben und ich hoffe, dich bei Petrus wiederzusehen. Oder doch nicht. Hat wohl heute geschlossen. Versuche ich mal das da. Ja, das ist leider cleverer. Aber komm, Onyx, gute Verteidigungswerte, komm, halt durch! Ah, Volltreffer! Ciao, Spaß. Das Ende. Ich glaube, das ist das zweite Team von einem Trainer, das ich gegen die Wand fahre, was mir leid tut, aber ihr habt's gesehen, wie lame es war. Was zum Geier. Labras. So. Nun heißt es, ein Pokémon gegen zwei. Es wäre cleverer gewesen, hättest du Steinhagel eingesetzt, weil das ist sehr effektiv gegen Lapras. Ach so, ist das so? Yep. Wegen Eis? Yep. Ups, hab ich vergessen. Ich hoffe, es kostet dich das Leben. Ja, ja, tut es. Das ist gut. Auch wenn es weh tut, mein eigenes Pokémon zu erledigen. Ich meine, komm, er ist Terminator. Mit Steakmessern Menschen abmetzeln. Also ich schick dir mal jetzt einen guten Freund von dir. Ja, ich weiß auch nicht, warum ich ihn reingetan habe. Scheiße. Ich wollte gerade eben dich nur ein bisschen ablenken, dass du nicht musstest, dass ich ihn nicht, dass ich ihn genommen habe. Verdammt. Autsch. Verdammt, frier ihn ein, komm. Frier ihn ein. Ja, jetzt willst du auch noch Lame-Taktiken machen. Wir sind doch schon bei Lame-Taktiken, also. Nur Volltreffer, komm. Ja, klar. Also, ich habe die Möglichkeit, Genesung einzusetzen und wieder einen Blizzard zu kassieren oder versuchen, einen Donnerschlag zu benutzen. Ja, jetzt musst du entscheiden. Was geht ab? Ah, Tag habe ich mehr nicht noch überlegt. Ja, das zweite meiner Abonnententeams, was ich zerstört habe, das tut mir leid. Aber auch dein Team war nicht so schlecht, Joscha. Es wäre halt gut gewesen, hättest du mir auch immer die richtigen Attacken durchgegeben. Naja, weil ein paar musste ich improvisieren. Und wir haben ja schon den zweiten Sieg für mein Team und von meinem Bruder. Yes. Und ja, dann danke ich euch für die Aufmerksamkeit, meine lieben Freunde. Wenn es der Part euch gefallen hat, Daumen hoch. Wenn nicht, Daumen runter. Das nächste Mal machen wir dann den Pokémon Cup. Bis ciao, ciao. Dann.